Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 13. Mai. An dieser Stelle wollen wir doch mal sehen, was uns dieser ja, fast schon orakelnde Tag hier bringen wird. Die Indizes kommen ja erstmal schwach in den europäischen Handel. Der Yen heute ein Stück weit stärker. Darf man mal gespannt sein, was passiert. Letztlich sehen wir auch eine gewisse leichte US-Dollar-Stärke am Horizont. Und heute wollen wir uns freitagsbedingt, der aufmerksame Zuschauer wird es ohnehin schon wissen, dem Luni zuwenden, der ja hier statistisch gesehen am Freitag und auch Montag, muss man zugeben, hier sehr, sehr bullischen Bias genießt, aufgrund der Wochentagsstatistik, die ich Ihnen gleich mal hier in den Schirm holen werde. Ja, wir sehen hier knapp 70% und am Montag 64% positive Schlusspreise während der letzten 52 Handelswochen. Das nimmt hier in der Woche ganz schön ab, also gerade Dienstag leicht schwächer, Mittwoch wieder relativ gut, aber Donnerstag insbesondere sehr, sehr schwach. Das hat sich auch gestern bestätigt sozusagen. Also hier sind wir mit 39% doch schon deutlich im negativen Bereich. Aber Sie sehen, das ist hier so eine Art Ping-Pong, ja, und insbesondere Freitag und Montag also sehr, sehr bullisch am Start. Deswegen der Luni heute mal wieder im Blickpunkt, aber auch deswegen, weil ich vorhin gesehen habe, dass in meinem Stream hier auch schon ein Long Trade ins Visier genommen wurde unter Rainbow-Gesichtspunkten. Das schauen wir uns auch gleich mal an, denn er notiert am Vortageshoch oder ist sozusagen ans Vortageshoch rangelaufen, der Loni, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar und kommt aktuell da wieder leicht zurück. Also hier ist noch nicht ganz die Entscheidung gefallen, wo die Reise hingehen soll, aber hier erstmal den Tageschart aufs größere Bild. Zuletzt die Annahme, dass wir hier weiter nach oben laufen können. Es wurde ja auch gemutmaßt, wenn wir hier die 1,30 nehmen, dass dann sogar Orientierungsschübe in Richtung 1,32 erfolgen könnten. Wie wir hier sehr, sehr schön sehen, hat die Marke von 1,29,80 rund 1,30 auf jeden Fall knapp hier schon den Markt beruhigt, beziehungsweise hier wieder zu einer Umkehrbewegung geführt. Und das sieht man hier sehr, sehr schön, dass diese Zone durchaus von Relevanz geprägt ist. Und hier, ja, möglicherweise wurden eingegangene Positionen glattgestellt. Die Erholung hier aus der vorangegangenen Woche ja ist sehr, sehr dynamisch und Gewinnmitnahmen erfolgten während dieser Woche. Die aktuelle Handelswoche also ergo ja schon mal schlecht. Wir sehen es an den letzten 3 Tagen, die hier schwach reinkamen. Also guter Auftakt, aber dann bröckelten die Preise nach unten. Natürlich auch kanadisch Dollar bedingt. Letztlich jetzt hier am Level von 1,28 gestern nach oben abgeprallt und wie gesagt heute bislang bullisch im Kontext des bullischen Wochentages. So, das sieht also ausgangstechnisch mal ganz gut aus. Die Fuzzy-Vektorlogik bläst hier heute entgegen dieses Wochentages mal in eine andere Richtung. Das mal so als Anhaltspunkt. Da wurde ein Hoch bei 1,2836 gesehen. Da sind wir schon deutlich drüber. Also die Fuzzy-Vektorlogik hat sich dahingehend schon praktisch mal erledigt. Die Relevanz des Levels bzw. der Logik hier schon ein Stück weit aufgelöst im Zuge dessen, dass wir schon relativ gut gelaufen sind aktuell. Und es kann sich eben, wenn wir über das Vortageshoch rausgehen auf Stundenbasis, hier durchaus einen weiteren Aufwärtsschub ergeben. Und da können wir hier im Tagesschart direkt nochmal ein Stück rausscrollen. Ein Stück runter haben wir diese Abwärtstrendlinie, diese mehrfach bestätigte, die hier von hier oben kommt. Ja, da haben wir auch hier den Widerstand knapp unter 1,30. Das sieht spannend aus. Wir haben auch heute direkt aus den USA viele, viele Konjunkturdaten. Das wird spannend. Je nachdem, ob das hier ins richtige Rohr bläst, kann das genauso ein Move hier werden. Also kurzfristig heute durchaus der Luni wieder bullisch unterwegs. Und hier haben wir es, wir haben die Erzeugerpreise, Einzelhandelsumsätze 14,30. Das sind Inflationsdaten wichtig aus den USA. Dann haben wir hier das Bruttoinlandsprodukt aus der EU. Heute wurden wir ja schon positiv überrascht. Also hier vom ersten Quartal lag über der Prognose hier das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Dennoch hier der DAX ja schwach. Euro hat jetzt auch nicht wirklich davon profitieren können. Und heute Konsumklimaindex hier 16 Uhr. Also heute kommt am Nachmittag noch einiges aus der US-Dollar-Front und das verspricht hier Volatilität. Aber technisch jetzt schon mal, wenn der Markt hier weiter nach oben laufen kann, das Vortageshoch nimmt gerade per Stunde, das ist bislang noch nicht geschehen, könnte es bullisch werden. Bärisch würde es hingegen, das kann man hier deutlich ableiten, wenn die 1,28 aufgegeben werden würde und insbesondere das gestrige Tief gerissen wird, dann muss man ganz klar davon ausgehen, dass hier die Bären den Vorteil auf ihrer Seite haben und der Markt dann wohl mit größerer Sicherheit hier nach unten tendieren dürfte, mit Blick auf die nächsten Handelstage. Und das bestätigt sich auch mit so einem kleinen Dip dann hier im Indikator, also so volatil seitwärts, eher abwärts gerichtet, mit Beginn in den Juni dann sogar hier ein deutlicher Rückschlag saisonal bedingt.
Und ja, die Tendenz hier eher eben leicht bärischer Rückenwind, was dann hier, wenn wir neues Tief machen unter dem gestrigen hier bei 1,2771, dann eben den bärischen Bias begünstigen würde. Aber aktuell, wie gesagt, stemmen sich die Bullen dagegen. Kurzfristig kann es nach oben gehen und hier eben auf das Level von 1,30 achten, denn insbesondere wenn wir auch das Hoch hier vom Montag rausnehmen, kann sich hier eine gewisse Folgedynamik durchaus fortsetzen, die dann hier eben doch noch Preise in Richtung 1,32 möglich werden lassen könnten. Ja, das ist hier sozusagen durchaus ein Szenario, was man spielen kann. Allerdings gilt es mal hier eben auf die Marken zu achten, ob es denn dann eben auch tatsächlich dazu kommt. So, jetzt holen wir uns mal kurz den Rainbow Chart rein. In der Art, wie Gecko diesen gepostet hat, im gestrigen Kommentar, im gestrigen Stream-Kommentar sozusagen. Und zwar mal hier den Stundenchart auf Rainbow-Basis. Schieben wir mal rüber das Gerät. So, ich gleich reinlegen können mit einem Klick, aber jetzt schieben wir es mal so vom Bildschirm zu Bildschirm. Und da sehen wir, dass hier der US-Dollar im kanadischen Dollar hier im positiven Rainbow-Momentum ist auf Stundenbasis. Ja. Das hat sich hier trotz der letzten Tage eben aufgrund des starken vorherigen Momentums hier ganz klar ergeben. Dennoch, der Rainbow ist hier gekippt, aber die großen oder das mittelfristige Kapital, wie man ja sagt, mittel- und langfristigen Trader, die hier länger orientiert sind, die sind hier noch in einem bullischen Bias, obwohl hier natürlich die kurzfristigen kleinen Durchschnitte von oben drücken auf den Preis. Das sieht man hier ganz deutlich. Und jetzt ist eben die Gretchenfrage. Ausbruch aus der Asia-Range, das war dieses kleine Rechteck hier, sind wir, wie gesagt, sehr dynamisch rausgelaufen und hier am Vortageshoch, da hängt es aktuell. Da ist es wirklich so, dass der Preis jetzt hier eben die Probleme hat, gerade darüber rauszuziehen. Wenn das aber gelingt, dann hat der Preis rein von der Statistik her das Potenzial in Richtung 1,2941 von der Average True Range anzuziehen. Das wären dann so in Richtung 106 Pips. Wir haben aktuell erst 47 Pips zurückgelegt, also Sie sehen, da geht noch was, aber eben hier der Preis hängt am Vortageshoch. Unterhalb dessen ist hier ja entweder abwartende Haltung angesagt oder eben seitwärts oszillieren und dann knallt es erst gegen 14:30, wenn die USA hier die News bringen. Dennoch darf man hier unterstellen, dass der Bias durchaus kurzfristig positiv ist. Dazu muss der Preis aber hier raus. Der muss hier über das Vortageshoch raus. Erst dann hat man hier wirklich die Bestätigung, dass weiteres Kapital wohl hier reinströmt. Wir haben ja auch hier das Vorwochenhoch bei 1,2952 knapp. Also das wäre dann auf jeden Fall eine akzeptable, erstrebenswerte Zielzone. Umkehrfall, wir kommen hier nicht raus. Der Preis geht wieder in die Asia Session rein. Hier haben wir den Opening-Preis heute 1,2841. Wenn wir da runterfallen, hier ist auch das Pivot-Level ein Stück weit tiefer, 1,2830, dann steht natürlich hier das Risiko im Raum, dass wir hier nach unten wegkippen. Ja. Also wenn der Ausbruch scheitert, wir gehen hier nach unten, Asia-Range ist dann alles noch neutral, aber wenn wir hier direkt unter dem Pivot-Point kommen, neues Tagestief machen, speziell unter das Opening-Level, dann muss man ganz klar sagen, dreht auch der Rainbow weiter negativ ein. Und hier die ganz kurzfristigen kleinen Durchschnitte crossen dann schon sehr deutlich hier diese längerfristigen. Und das würde dann ja schon den Bias auch auf Stundenbasis durchaus eintrüben und hier für einen Lauf in Richtung 1,2777 dann, ja, und Vortagestief führen. Und dann hätte die Fuzzy-Vektorlogik, die heute, wie gesagt, bärisch gestimmt ist, dann durchaus auch einen Treffer zu vermelden. Auch wenn die ganzen Rahmenparameter nicht stimmen, wäre sozusagen hier das negative Pattern dann aufgegangen. Also bleibt spannend. Schauen Sie sich das mal an, was der Looney heute noch treibt. Aktuell am Vortageshoch gescheitert. Unterhalb dessen ist es ein Münzwurf. Man kann nicht genau sagen, ob das klappt. Sie sehen auch gerade, hier kommen die Käufer wieder zurück. Also insofern bleibt die Lage erstmal spannend. 14:30 Uhr geben Sie Obacht, da passiert definitiv einiges. Und bis dahin wünsche ich Ihnen an dieser Stelle erstmal gutes Gelingen. Mal schauen, ob wir noch den einen oder anderen Intraday-Trade platzieren können im Stream. Freue mich auf jeden Fall, dass Sie dabei waren. Wünsche Ihnen jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall am Montag nicht wieder. Da ist Pfingstmontag, dann nämlich erst am Dienstag. Also, aufgepasst. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes verlängertes Pfingstwochenende, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.